Mucksmäuschenstill ist es. Nur das Rauschen der Blätter hört Werner Rohlmann. Jeden Augenblick könnte ein Reh oder womöglich ein Wildschwein vor die Linse kommen. Der Hobbyfilmer kann warten, wenn nötig Stunden. Ansitzen nennt das der Fachmann. Naturaufnahmen verlangen Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Ja, denn oft sitze ich morgens schon kurz nach Sonnenaufgang im Tarnzelt und ich weiß, hier ist eine Fährte, hier könnte da der Wolf überherlaufen. Werner Rohlmann ist immer auf der Jagd nach dem besten Bild. Mit seiner Videokamera filmt der 71-Jährige die Natur. Landschaften, Pflanzen, Tiere. Die Wälder rund um Göttingen kennt er in- und auswendig. Deshalb zieht es ihn oft ins Ausland. Masuren, eine Region im Nordosten von Polen. Werner Rohlmanns neuester Film. Vor allem die seltenen Tiere machen den Reiz seiner Hobbyfilme aus. Wenn der Wolf oder auch der Luchs vorbeischleicht. Doch Vorsicht vor dem Wiesent, dem sollte man nicht zu nahe kommen. Dann ging mit mal der Widerrist hoch, das sind die Nackenhaare hinten. Und wenn die Nackenhaare hochgehen, das heißt, pass auf, komm nicht weiter, sonst könnte ich angreifen oder ich mache einen Scheinangriff. Die meisten machen ja nur einen Scheinangriff. Ja? Aber das ist auch nicht ungefährlich, wenn man dann mit der Kamera dort steht und niemals den Fluchtweg rückwärts eingehen. Was macht man dann, wenn der Widerrist hochgeht? Man geht nur 3 Meter zurück. Zu Hause in Dransfeld im Landkreis Göttingen hat sich der Technikfan professionell eingerichtet. Seine Videos schneidet er am Computer selber. Rohlmanns Film über Masuren wurde beim Filmfestival Natur sogar mit dem Goldenen Schmetterling ausgezeichnet. 6 Jahre hat er daran gearbeitet. Nach dem 5. Jahr, dann hat man so den Grobschnitt alles fertig und dann sieht man, oh, ich muss doch noch mal hin, da fehlen mir so einige Übergänge. Dann reist man noch mal an, also 6 Jahre gehen da schon ins Land und dann ist es meistzeit eine ganze Winterarbeit, das auch dann zu schneiden. Ehefrau Edith ist sich nicht sicher, ob sie ihren Werner wegen oder trotz seines Hobbys geheiratet hat. Die zwei haben schon so einige Filmabenteuer zusammen erlebt. Meist fährt er mit dem Auto vor und sie kommt mit dem Flieger nach. Das Schönste war am ersten Abend auf Island, war ein bisschen kalt am Eissee, da, wenn die Eisschollen da abdriften. Wir aber den Campingtisch rausgestellt, Stühle dick angezogen und schön italienischen Rotwein getrunken. Und die Sonne geht ja nicht unter. Das ist natürlich da oben im Norden das Schönste, die weißen nicht. Am liebsten ist Werner Rohlmann mit dem Quad unterwegs. Denn damit kommt er überall hin. Deshalb ist sein Reiseauto in Wirklichkeit auch ein Megatruck. Den hat sich der ehemalige Energieberater zugelegt, damit er in der Wildnis kein Hotel suchen muss. Die Heizung kann er so programmieren, dass er nach dem Filmen in die warme Stube zurückkommt. Ich bin immer gern allein unterwegs, habe alles dabei, ja, und kann auch autark dort dann irgendwo stehen bleiben, zum Beispiel in der kalmückischen Steppe. Ja, das sind hunderte von Quadratkilometern, nur Steppe. Ja, und man muss dann erstmal die Seigerantilopen suchen. Und dann dauert das natürlich. Da kann man jetzt nicht einfach eben mal ein Fahrzeug ordern und sagen, ich mache mal eben so nebenbei ein paar Aufnahmen. Kein Reh, kein Wildschwein lässt sich heute blicken. Werner Rohlmann wird wiederkommen, denn er kann warten. Vor allem, wenn sich das Warten am Ende des Tages auch lohnt. Wo ich zum Beispiel Aufnahmen gemacht habe vom Eisvogel. Ja, und das war auch schon sehr schwierig beim Fischen. Ja, und meine Frau, die sah dann schon am Gesicht abends, ah, heute war es gut, oder? War ganz miese, heute hast du nichts vor der Kamera gekriegt. Der Gesichtsausdruck hat es dann schon meistens gemacht. Ne? Sein Masurenprojekt hat Werner Rohlmann nun abgeschlossen. Anfang 2018 reist er nach Kroatien. Denn dort möchte er unbedingt mal die Braunbären mit seiner Kamera einfangen.